Hier ist euer App-Droid wieder mal und heute erkläre ich euch, wie ihr bei Beachbuggy Blitz cheatet. Ich habe das ja schon mal in einer Version gemacht, aber ich habe dazu ein Video dazu gemacht. Ein Video mit Musik sozusagen. Und jetzt erkläre ich das Ganze mal. Ihr braucht zum einen den Screen Recorder, das ist mein Aufnahmeprogramm. Den könnt ihr bei Aptoide, heißt das Programm. Das könnt ihr im Internet in eurem Browser runterladen. Das habe ich bei welchem hatte ich das? Ich mache euch einfach den Link nochmal in die Beschreibung von Aptoide und wenn ihr das gedownloadet habt, dann könnt ihr den Game Hacker im Internet in eurem Browser suchen. Aber passt auf, ihr müsst dieses Zahnrad unten in der Ecke haben und ihr braucht Root, also euer Handy oder Tablet muss geroutet sein. Dann habt ihr hier dieses Fenster. Hier das halt. Ui, das habt ihr. Und drückt es erstmal hier so weg, so dass es hier in der Ecke irgendwo ist. Ihr könnt es hier beliebig verschieben. Aber ihr müsst auf dieses Zahnrad da achten. Wenn das Zahnrad nicht da ist, ist es eine andere Version. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich verwende das Zahnrad. Dann geht ihr in Beachbuggy rein. Um es jetzt mal kürzer zu fassen. Ich habe nämlich auch nicht ewig Zeit, ne? Und lade das Spiel halt. Ja, warten, warten, warten. So, Tap to Play. Und dann werdet ihr hier sehen, ich habe ganz normal, kann man sich freispielen, so 3281 Münzen. Das ist normal. Klasse. Die Coins. Ihr braucht wieder. Jetzt müsst ihr. Ihr habt das irgendwo hier, ne? Dieses Symbol mit der Zange. Da klickt ihr drauf, damit der Game Hacker sich öffnet. Dann gebt ihr hier mit Please Input Numbers You Want to Modify. Da gebt ihr das ein, was ihr habt. Geld in Coins. Das wären aber ohne das Komma. 3, 2, 8, 1. Und dann sucht er in dem Ordner Beachbuggy jede Nummer mit 3281. Manchmal ist es so, wenn man eine kleine Zahl hat, dass dann da steht, dass dann nicht die Liste kommt, sondern so eine rote Zahl und noch ein bisschen was geschrieben. Dann müsst ihr kurz fahren, irgendwie. Also einfach ein bisschen Geld verdienen und dann die Nummer eingeben, die ihr an Coins dann habt. Dass ihr sozusagen von der einen, wenn ich jetzt dieses rote Zahl habe und nicht die Liste, dann hätte ich das jetzt eingeben müssen, dann hätte ich wieder hier zurückdrücken müssen, hätte fahren müssen. Und die Zahl, die ich dann nach dem Fahren habe, die muss ich dann wieder da eingeben, wo dann so ein Pfeil rüber nach rechts geht. Und da hätte ich diese Zahl dann eintragen müssen. Und dann kommt die Liste. Wie bei mir jetzt. Jetzt habe ich hier überall die ganzen Nummern 3281. Und dann gebe ich hier oben, da klicke ich drauf und gebe die Zahl ein, die ich haben will. Das wäre jetzt 90.000 zum Beispiel. Jetzt 900.000 in dem Fall. Ich kann auch mal 9 Millionen oder so. Oder nochmal zwei Nullen dran. So.
Und dann klicke ich hier auf Modify, aber am besten hier das, was hier ist, wie jetzt außer den Einfügen steht. So, und da drücke ich drauf. So einfach geht's und schon habe ich's Geld. Ihr braucht zwar Root, ihr braucht den Game Hacker mit der Klammer. Aber achtet dann auch bitte drauf, dass das auch so eine Klammer hat. So ein Zahnrad hier. So ein Zahnrad. Weil das ist das Original. Den Link kann ich leider nicht in die Beschreibung machen. Weil der Link dann nicht mehr gültig ist, wenn ich den irgendwo hin mache, sodass ihr draufklicken könnt. Ihr müsst den also suchen. Ihr müsst einfach Game Hacker eingeben bei Google und dann halt gucken, wo ihr den Game Hacker über Aptoide downloaden könnt. Das steht dann im Link. Ihr müsst drunter unter dem geschriebenen steht dann der Link. Und dann findet ihr das. Gibt's halt dann ein. Und downloadet's euch. Und dann könnt ihr Beach Buggy cheaten. Ihr braucht halt Root. Sonst könnt ihr den Game Hacker vergessen. Gut, das war's dann erstmal. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man in Beach Buggy cheatet. Und das ist eigentlich sehr cool, kann man sagen. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ihr wisst, wie ich irgendwas besser machen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Bis dann und tschüss. Euer Abdroid 21.